Dann haben wir jetzt endlich unseren Macerator. Das ist richtig, richtig gut, weil den brauchen wir halt, wie gesagt, um Erze zu verdoppeln. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Takedown. In der heutigen Folge so möchten wir uns ein bisschen mit dem Verdoppeln von Erzen befassen. Und dafür brauchen wir den Macerator. Und dafür brauchen wir Flint. Den haben wir zum Glück noch. Und wir brauchen Rubber für so ein Electronic Circuit. Und deswegen müssen wir an die Oberfläche. Und ich will einfach mal sagen, wir benutzen hier einen Tunnel, den ich ein bisschen schon angefangen habe zu graben in der letzten Folge. Holz brauchen wir sowieso noch. Und deswegen graben wir es auch einfach mal nach oben. Hier so einen schönen Tunnel. Dann haben wir auch einen guten Gang immer nach oben. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Aber einfach damit es jetzt schneller geht, das mal der Iron Pickaxe. So. Und falls es ab und zu ganz kleinen Lags kommen sollte, also momentan läuft ja alles sehr flüssig, dann liegt es daran, dass ich momentan noch arg im Hintergrund rendere, weil ich muss mich heute wieder mal beeilen. Dann mache ich eigentlich fast jeden Tag mit dem Schneiden. Also ich gebe natürlich trotzdem, mache ich alles rein, was ich auch sonst immer rein mache. Also an Arbeit und so weiter. Dies, das, Ananas. Und jetzt fehlen mir die Fackeln. Ja, aber dann hole ich mir ganz gut wieder. So. Und eben, weil es dann etwas länger dauert, muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen und aufnehmen, während ich vielleicht noch ein anderes Video rendere. Weil wir gleich noch etwas für mich kaufen gehen. Und warum greife ich mich hier gerade und nicht nach oben? Und danach gehe ich noch ein Pokémon fangen. Falls ihr da Lust auf ein neues Pokémon Go Video habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Weil ich hätte jetzt genug Kaperdobonbons und mein Gyarados zu entwickeln. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es einfach mal unten rein. So. Und ich benutze jetzt einfach mal die Steinspitzhacke, weil die Eisenspitzhacke kaputt gegangen ist. Und es tut mir wirklich leid, wenn ihr gerade nicht sehen könnt. Aber ich beeile mich ja jetzt auch hier mit dem nach oben kommen. Und wenn wir dann oben sind, könnt ihr auch wieder was sehen. Hoffe ich mal. Und ich glaube, jetzt sollte das so langsam die Oberfläche sein. Okay, es ist zwar Nacht, aber der Mond spendet uns trotzdem Licht. Und wir sind direkt in einem Rubberwood-Home, das ist perfekt. Weil ihr seht schon, hier ist Rubber, Rubber, Rubber. Das brauchen wir alles. So, wir brauchen 6 Rubber. Also davon haben wir eigentlich schon genug. Aber ich glaube, ich nehme gleich mal ein bisschen mehr mit, wenn hier noch ein paar Rubberbäume sein sollten. Was ist das hier für ein Baum? Willowwood. Kann ich daraus Holz machen? Willow Planks. Kann ich daraus alles andere machen? Crafting Table und eine Crafting Station. Und Sticks auch. Perfekt. Dann nehme ich den Willowwood einfach mal mit. Und diese Eiche hier auch. Und da vorne ist noch ein Rubberbaum, sehe ich ja. Da. Und den hole ich mir dann einfach auch. So. Auf R sortiert man, glaube ich, ne? Das Inventar. Okay, so, dann nehme ich hier nochmal den Rubberwood Tree mit. Da vorne ist das Bett, das ist natürlich nicht so schön. Auf uns schießen ist auch nicht so schön. Und das sind auch Rubberwoods, ne? Aber hier kriegt man nicht einfach so Rubber raus und dafür braucht man so ein besonderes Werkzeug. Und da unser Rubber jetzt erstmal reicht, würde ich einfach sagen, gehen wir doch mal wieder zurück in unser kleines Stübchen. Wenn ich den Eingang dann finde. Oh, wo ist denn der Eingang? Hier ist irgendeine Höhle. Hier ist eine Spinne. Hier ist Lions. Hier ist noch ein Rubberwood. Das nehme ich natürlich auch noch mit. So. Jetzt muss ich den Eingang zu meinem Schacht wiederfinden. Und das ist Slime. Den nehmen wir auch mal mit. Weil es kann ja sein, dass wir mal irgendeinen Slimeball oder so brauchen. Der irgendeinen vorhaben. Deswegen nehme ich den einfach mal ganz kurz mit. Ich höre sie immer noch irgendwo. Na egal. So.
Nee. Ah, hier ist es. Na gut. So, mach ich das jetzt zu. Und dann gehen wir vielleicht nochmal irgendwann hoch, wenn es da nicht so dunkel ist. So. So, wir haben wahrscheinlich einen Zombie geblutet. Schon Level 20 jetzt. Ist ja auch mal ein ganz guter Fortschritt, weil früher müssen wir wahrscheinlich eh irgendwann. Die Büschleins wachsen auch so langsam heran. Und ja. Als nächstes brauchen wir so das ganze Rubber. Das kann ich eigentlich hier schmelzen. Und das Rubber Wood, ich weiß nicht, kann ich das auch schmelzen? Ich kann 4 Barks daraus machen oder 3 Holz. Oder es zu Charcoal schmelzen. Ich glaube tatsächlich, die Charcoal ist am sinnvollsten. 1, 2, 3. So, das packe ich rein. Das sollte eigentlich für Charcoal reichen. Und hier das Rubber ist auch bald fertig. So, dann machen wir schon mal hier weiter. Und dafür brauchen wir jetzt diese Copper-Cable. Oh, Copper, haben wir denn genug Copper? Sieht so aus. 3 sollten reichen. Packen wir mal hier rein. Und ja, wie ihr seht, ich habe noch ein Texture-Pack reingehauen. Und zwar einfach mal das Fateful-Pack, das Bebotech-Fateful-Pack. Weil ja die meisten Mods eigentlich jetzt abgedeckt sein sollten. Das eh schon gedownloadet hatte. Habe ich einfach mal das genommen. Und ja. Oh, hier sind wir Rubber fertig. Hier ist Copper, ist auch schon fast alles fertig. Das heißt, da brauche ich nur noch eins ungefähr. So. Dann benutze ich jetzt mal hier das Copper erstmal. Man macht das zu diesen Platten. Aus den Platten mache ich dann 6 Kabel. Und aus den 6 Kabeln oder Kabeln mache ich dann 6 Insulated Kabel, also isolierte Kabel. Und diese muss ich dann hier mit Redstone und einer Eisenplatte zueinander tun, sage ich jetzt mal. Also so. Brauche ich noch einen Redstone, das habe ich aber schon im Inventar. So. So und so. 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 Und die Eisenplatte. Und dann haben wir schon mal den Electronic Circuit. Das ist auch eigentlich das Schwierigste an dem ganzen Ding. Dann brauche ich nochmal hier 8 Eisenplatten. So. Davon mache ich mir so ein Basic Machine Dingenbummen. Und dann noch Cobblestone. Das habe ich aber auch schon im Inventar. So. Flint und Puff. Machine Base. Basic Machine Casing. Die Mitte, Cobblestone daneben und den Circuit nach unten. Und dann haben wir jetzt endlich unseren Macerator. Das ist richtig, richtig gut, weil den brauchen wir halt, wie gesagt, um Erze zu verdoppeln. In den Generator können wir jetzt Kohle reinpacken. Der verarbeitet die Kohle zur Energie. Und mit der Hilfe der Energie können wir zum Beispiel Copper hier maceraten. So, dass es so 2 Copper-Dust wird. Und das können wir dann auch schmelzen. Genau, und dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Und zwar mit dem Electric Furnace. So, das ist dieses schöne Ding hier. Dafür brauchen wir ein Iron Furnace, auch wieder so ein Circuit und 2 Redstone. Mal sehen, ob wir noch genug Rubber für so ein Circuit haben. Ja, haben wir auf jeden Fall. So, das Crushed Copper kann ich daraufhin dann mal wieder schmelzen. Und dann bereite ich schon mal den Rest für ein Circuit vor. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, warte, das brauchen wir nicht. Sondern wir brauchen da eine einzige Iron Blade. So. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Iron Blades für den Ofen. Für diesen Iron Furnace. So. Dann nochmal einen normalen Furnace. Den packen wir dann dahin. Zack, zack und zack. Haben wir den Iron Furnace. Für die Iron Plate packen wir, können wir aber eigentlich schon mal da drin lassen. Das wird dann daneben. Die andere Crafting Station packen wir schon mal da drauf. Und da kommt der Iron Furnace rein und 2 Redstone.
Und ja, jetzt können wir, da haben wir auch noch wieder Charcoal hergestellt, auch sehr, sehr gut. Den können wir, die können wir dann eigentlich für den Generator dann benutzen. Das ist perfekt. So. Und dann nehme ich hier nochmal ganz kurz das Copper raus. Hier, zack, kann ich das eigentlich schon mal weiterschmelzen. Und aus dem Copper mache ich jetzt Copper Plate. Aus den Copper Plates mache ich jetzt Copper Cable. Aus den Copper Cable mache ich jetzt Insulated Copper Cable. Dafür brauche ich nochmal das Rubber. Zack. Und damit haben wir auch schon die Kabel. Dann machen wir uns den Circuit. So, der kommt hier drauf. Dann haben wir den Electric Furnace. Und den packen wir da hinten in die Ecke. So. Und jetzt. Weiß ich nicht, ich kann irgendwie sagen, tu das sofort da rein und dann da rein. Wir können das auf jeden Fall mit so Pipes machen, aber dafür brauche ich Glas. Das heißt, momentan geht es noch nicht, aber wir können jetzt hier wenigstens mal das dann hier reinlegen und dann sollte es alles klappen. Wenn wir das denn mit Energie versorgen, weil jetzt brauchen wir keine Kohle mehr für die Waffen und dann können wir das hier alles mit dem Generator machen, der dafür Kohle braucht. Applaus, Applaus. So, und die Kabel muss ich dann hier lang verlegen und dann packe ich nochmal ein Kabel hin. Das sollte dann ungefähr passen. Dann kriegt das Ding hier auch Strom und alles wird hier schön verarbeitet. So, als nächstes bräuchten wir dann mal irgendwelche ordentlichen Tools und nicht immer dieses Müll. Kann sich hier nicht Zertusquarz-Tools machen oder so? Ich glaube dann. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt oder ob man Zertusquarz dringend jetzt schnell wieder braucht. Auf jeden Fall können wir hier mal ein bisschen Berries anpflanzen. Das wäre vielleicht eine Idee. Da brauchen wir wahrscheinlich Erde, ne? Oh, lol. So. Kann ich jetzt die Berries jetzt aufsetzen? Ja. Dann mache ich das mal so. Und hier hinten läuft alles ziemlich gut. So. Keine Energie verschwenden. Wollt ihr alles durchschmelzen. Und ja komm, ich glaube, ich mache mir mal so eine noch keine Axt, sondern ich gehe jetzt mal wieder an die Oberfläche. Zack, schnell da hoch. Es ist Tag, auch wenn es regnet. Ja, es ist Tag, sehr gut. Und dann holen wir uns im besten Fall ein wenig Sand. Und Sand finden wir schon hier am Strand, das ist doch gut. So, so und so und so. Nehmen wir uns Sand. Den Sand. Ein bisschen Clay nehmen wir auch mal gleich mit. Warum denn auch nicht? So, Sand sollten wir genug haben. Dann nehme ich nochmal hier einen Baum mit. So. Oder hier noch den ein oder anderen Baum mehr. So. Ne, die nicht, weil das sind Rubber Trees. Die brauche ich nicht. Dann gehen wir wieder zurück hier in unsere Höhle. So, warte, jetzt können wir gar nicht ganz kurz hier aus den Sticks auch wieder mal ein paar Fackeln machen. Oh Leute, jetzt bin ich auch aus dem aus dem Vollbildmodus. So. Gehen wir jetzt mal hier wieder runter in die schöne Höhle. Dann packen wir hier mal in den Electric Furnace ein wenig Sand rein. So drei Stück sollten sogar schon reichen erstmal. Dann verwende ich hier erstmal ein bisschen Holz auch. Den Sand können wir uns dann hier rausnehmen. Und aus dem machen wir dann diese Wooden Pipes und Cobblestone Pipes. So, mehr brauchen wir dafür schon gar nicht.
den 30, weil von Materialien nicht rein. Und dann brauchen wir noch eine Engine, eine Redstone Engine. So, da ist sie. Dafür brauchen wir diese Wooden Gears. Die mache ich, glaube ich, aus Sticks. So, Sticks brauchen wir eh noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, zack. Dann haben wir schon die Wooden Gears. Das sind diese komischen Zahnräder. Dann brauchen wir einen Piston. Dafür brauche ich ein wenig Cobblestone. So, zack, machen wir das. Zack, zack. So, und Iron. Perfekt. So, dann haben wir jetzt auch schon den Piston. Dann brauchen wir noch Glas und etwas Holz. Glas habe ich, Piston habe ich, hier sind da und Holz ebenfalls. Und damit ist auch schon die Redstone Engine ready. Und die macht es, dass aus dem Maze Raider die fertigen Produkte, meine von oben müssen die rausgezogen werden. So. Also muss ich jetzt das wegklappen. So. Mit Hilfe von diesen Transportrohren, sag ich jetzt mal, hier rein transportiert werden. Und dafür brauchen wir. Und dann vielleicht noch eine Kiste später. Wird erstmal reich hier rein. Und die Kiste müssen wir dafür erstmal wegsetzen. Dafür mache ich erstmal eine neue Kiste. So. So, dann leuchte ich hier ab. Und setze es hier einfach ganz schnell alles schön rein. Das nehme ich natürlich mit. Brauche ich. Hallo? Achso, ich kann es nicht aussammeln. So, jetzt. Ja. Und jetzt können wir einfach mit Hilfe von diesen Cobblestone Transport Pipes aufkommen. Einfach aus dem Macerator. So. Zack. Mit Hilfe einer Redstone Torch. So. Die Sachen hier rausziehen lassen. Die werden dann sofort hier reingefiltert. Und ich werde gerade über Skype angerufen. Zack. Ja, rausgefiltert und die sollten dann sofort hier reingehen und dann da weiterverarbeitet werden. Momentan ist verarbeitet die nur sehr, also generiert diese Engine nur sehr wenig Strom, deswegen ist es so langsam. Aber jetzt haben wir hier sozusagen schon eine automatische Verarbeitung. Wir müssen nur in den Macerator die Sachen halt reinlegen und dann werden sie von daher von da einfach rausgezogen und weitergeleitet. Und dann können wir das Ganze hier in die Kiste packen. Und das ist doch eigentlich ziemlich nice. Und ich würde sagen, dabei belasse ich es jetzt für diese Folge. Und ich beende sie auch hier. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, auch gerne irgendwas in die Kommentare schreiben. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Damit bedanke ich mich recht herzlich nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.